möchte aber auch etwas sagen, natürlich zu der Frage der Kriege dieser Welt, weil bei allem, was wir hier in Deutschland an. Ja, sehr wichtiges Thema. Gut, dass Sarah Wagenknecht jetzt an der Stelle mal Gaza und Ukraine anspricht. Also vor allem, und nicht nur Gaza, also diese gesamte Kriegspolitik von Israel, die hunderten Toten, die täglich israelische Bombardements aus dem Libanon fordern, all das wird hierzulande gar nicht groß berichtet. Die Medien, die beschäftigen sich lieber mit anderen Dingen. Aber dass Israel da gerade einen neuen Regionalkrieg provoziert, beziehungsweise nicht nur provoziert, dass Israel den gerade beginnt, also das... Das gerät hierzulande leider viel zu sehr aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit. Auseinandersetzung haben, ändert das ja nichts daran, dass wir in einer Welt leben, in der die Kriege und auch die Kriegsgefahren weiter eskalieren, ganz konkret jetzt auch im Nahen Osten. Ein Jahr nach dem Massaker der Hamas in Israel gibt es im Gazastreifen mehr als 40.000 Tote, darunter etwa 11.000 Kinder. Und alleine das zeigt meines Erachtens das Versagen der internationalen Gemeinschaft auf die Regierung Netanjahu in irgendeiner Weise mäßigend einzuwirken. Jetzt, und auch die Zahlen zeigen natürlich, dass dieser Krieg schon lange kein Selbstverteidigungskrieg mehr ist. Der ist ein Rachefeldzug, er ist ein Vernichtungsfeldzug. Und ich finde, dass hier wirklich die internationale Gemeinschaft längst gefordert wäre. Wir hatten ja deshalb auch im Bundestag beantragt, zumindest aus Deutschland keine Waffen mehr zu liefern, längst gefordert gewesen wäre, sich hier stärker einzuwirken, statt wegzusehen. Jetzt setzt Israel die Kriegsverbrechen im Libanon fort. Hunderte Tote sind schon zu beklagen, auch viele Zivilisten. 100.000 Menschen sind aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. Und wer Gaza vor Augen hat, der ahnt oder fürchtet, was auch dort drohen könnte. Frankreich hat eine Sondersitzung dazu beantragt. Man fragt sich schon, was unternimmt Frau Baerbock? Von der Bundesregierung ist nichts zu vernehmen, außer über Monate ein folgenloses Warnen vor einer Eskalation. Aber die Eskalation ist da und sie ist natürlich auch in dieser Region hochgefährlich. Auch deshalb, weil natürlich eine solche Eskalation auf der Gegenseite zu Radikalisierung führt. Das wird den islamistischen Radikalismus und auch den islamistischen Terrorismus nicht stoppen. Es wird ihn eher stärken. Ja, ja. Die Hamas ist unter israelischer Militärbesatzung im Gazastreifen entstanden. Die Hezbollah ist entstanden, nachdem Israel völkerrechtswidrig in den Südlibanon einmarschiert ist und dort tausende Zivilisten umgebracht und vertrieben hat. Also so ist die Hezbollah entstanden. Also die Hezbollah ist als Reaktion auf die brutale israelische Besatzung im Südlibanon entstanden. Und jetzt anzunehmen, dass eine weitere israelische Besatzung das irgendwie, also irgendwie solche Gruppen langfristig schwächen könnte. Also das ist doch nun wirklich eine absurde Annahme. Nee, es geht der rechtsradikalen Regierung Netanjahu darum, an der Macht zu bleiben. Es geht nicht darum, diese Gruppen zu schwächen. Also Netanjahu hat ja sogar mal gesagt, dass man die Hamas ja mit Geld unterstützen solle, denn die Hamas sei die Garantie dafür, dass es keinen palästinensischen Staat gäbe. Also das ist ja die Politik, die in Israel gefahren wird. Weil allein diese extreme Eskalation natürlich den Hass schürt und das ist der Boden, auf dem radikale und terroristische Islamisten groß werden. Und insoweit muss man wirklich sagen, auch die Bürger Israels zahlen natürlich für diese Selbstüberschätzung der Regierung Netanjahu einen sehr hohen Preis. Statt siegestrunkener Verachtung für menschliches Leid braucht es endlich Verhandlungs- und Friedensbereitschaft. Und das ist auch unser Anliegen als BSW und unser Appell auch an die Bundesregierung, sich hier endlich auch mit einzusetzen und die Stimme zu erheben. Ja, ja, und das heißt im Falle von Israel vor allem keine Geldzahlung, keine Waffenlieferung an Israel. Punkt. Also wer Frieden will, der liefert keine Waffen, sondern schickt Diplomaten.